Hallo und herzlich willkommen hier zu The Crew mit dem Mordi. Hallöchen. Mit der Jenny. Hi. So, und wir sind jetzt im Rennen. Alter, wir haben voll vergessen, Aufnahme zu drücken. Und wir müssen, glaube ich, jetzt mal ruhig sein. Genau. Gefürchtet, weil er Männer verschwinden lässt. Respektiert, weil er was am Lenkrad drauf hat. Das ist Cams Lauf. Seine Zeit auf der Strecke ist Wahnsinn. Kannst du sie schlagen? Finden wir es raus. Ich schlag sie nicht, ich zerstöre sie. Genau, ich bin der Destroyer. Schlag den Rekord nicht nur, vernichte ihn. Entschuldigung. Alter! Ey, was war das denn? Ich habe mich gar nicht berührt. Bei mir jetzt. Beide weggeknackt, ey. Das gibt's nicht. Ich wollte es aber wirklich nicht, ey. Ja, jetzt knack den Rekord, ansonsten knack ich den. Genau. Oh fuck, niemand an, ey. Oh scheiß, niemand an, ey. Ey, mach ich nicht, weil das sieht kacke aus. Hätte Ingo mich nicht weggeschubbt, er ist jetzt richtig gut im Rennen bei mit dem Porsche. Scheiße, ey, das wollte ich nicht. Ich glaube, das ist das erste Auto, mit dem ich richtig gut klarkomme. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, ich bin eigentlich gut im Rennen, eigentlich. Wie gesagt, hätte mich Ingo nicht weggeschubbt, gleich am Anfang. Also Ingo, ich sehe schon mal deine Bremsspuren. Okay. Ah, bleiben die da? Das ist auch cool, ey. Gibt ja manchmal Spiele, wo dann, sagen wir mal, so 2-3 Meter hinter einem die Bremsspuren. Blöder Ford. Schnell! Aber ich müsste es eigentlich schaffen. Eigentlich. Ah ne, wir haben noch 6, noch was Kilometer zu fahren. Ach, das dauert noch. Ach. Da kann noch so viel passieren, ja. Da kann der Mordi mich noch überholen. Da kann die Jenny mich noch... Ich blutsche jedes Auto, was mir entgegenkommt gerade. Ja, ich gerade nicht, aber die Leitplanken immer gerne. Ja, das mache ich auch gerade immer an der Wand lang. Ist so wie, Pinball, das Spiel. Bang, bang, bang. Ja. Ey, der driftet so genial. Sag ich ja. Ich glaube, ich hol mir den auch noch, ey. Ah, du scheiß Bus, ey! Oh, steht so ein scheiß Bus im Weg. Das gibt's doch nicht. Ich bin Gott sei Dank gerade ausgewichen. Gerade ist es ein bisschen anspannend. Ah, noch 3,7 Kilometer. Boah, da kommen gleich auf jeden Fall ein paar Kurven. Mordi ist schon mit drin in den Kurven. Also nicht ohne. Ja, die haben es in sich. Das gibt's doch nicht, ey. Diese Leitplanken, ey. Boah. Schneller, Alex. Schneller, Alex. Ja, sicher, Baby. Ja, da würde ich auch schneller machen. Ja, aber der auf jeden Fall, ey. Da würde ich sogar einen Screenshot von machen, mir danach einen runterholen. Ja, wenn du vom Schrank, ich weiß. Zielgerade. So, Zielgerade? Ach, das ist schon eine Zielgerade. Bäm. Sehr schön. Mordi müsste jetzt eigentlich genau jetzt rein. Ja, ist auch drin. Ich bin schon längst drin. Ich war keine 2 Sekunden hinter dir. Ey, weißt du, wie sie das anhört? Ja, nein, ich will es jetzt nicht erläutern. Nee, und ich dachte auch gerade, was setzt du zu denn? Ja, wollte gerade sagen.
Oh, Mordi! Langsam hasse ich dieses Scheißfehler. Ich denke, das haben sie behoben. Engspritzeanlage. So, ist wieder der Crew beigetreten. Jetzt lad endlich fertig. Ich will das Rennen fahren. Meine Güte, ey, das nervt zusammen. Gut, dann warten. Jenny und ich wieder. Oh, jetzt kommt wieder ein Video. Das liegt definitiv am Spiel, weil an meiner Leitung kann es nicht liegen. Ne, es liegt am Spiel dann, bei dir jetzt. Oder am PC. 50.000er Leitung und da kann, das kann ich hinhauen. Ne, oder am PC bei dir. Kann auch nicht sein. Weil dann könnte ich nicht auf hohen Details zocken. Ich bin ganz Ohr. Gut, ich melde mich. Und weil es so schön war, macht der Mordi das Spiel nochmal. Wir warten. Der Ingo eigentlich von meinem schönen Porsche. Ja. Sieht, also von, muss sagen, von hinten sieht der richtig geil aus. Von hinten. Ja. Nein, ich habe keine versauten Gedanken. Ja, aber wie gesagt, hätte Ingo mich nicht am Anfang weggelassen. Ja, oder mich. Genau. Aber das war ein schöner Flug über die Brücke, muss ich auch mal sagen. Dann wär's Big Mana gewesen, der euch weggeschubst hätte. Ja, definitiv der Rammler, der Drängler. Zur späteren Stunde wird's immer perverser hier, ja. Jenny fragt mich gerade, wie ich ihr Porsche finde. Naja. Aber sieht echt gut aus, mit den Flammen auch so, also das muss ich sagen. Echt nice, das Ding. Ja. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo wir als nächstes hinfahren müssten. Dann könnt ihr ja auch mal kicken. Ah. 5 minus 10S. Aha. Normales Rennen. Oh, das geht doch auch Gelände wieder. Und das ist... Ja, 5 minus 10S ist einfach nur die Crewname, für die wir ja eigentlich hier arbeiten, nämlich für die 5 Tens. Ach so. Genau. Und nicht, das heißt was anderes. Weil wir wollen ja den Big Boss dieser Organisation, sag ich mal, ja stürzen, weil der ja unseren Bruder getötet hatte hier im Game. Genau. Und das ist jetzt kein Spoiler, weil ihr könntet ja... ganz am Anfang. Genau. Ja, ist in New Orleans. Da waren wir noch gar nicht. Nee. Ah, sehr schön, ey. Das ist natürlich eine geile Strecke, um da hinzufahren. Das machen wir immer gerne. Alter, aber ich hab noch Zeit, ey. Sattel ich schon mal auf Geländewagen um. Mobile Garage. Mach doch mal Platz vor mir, du weißt... Schleuder. Erstmal überlegen, was sagst du jetzt? Nein, ich wollte ja was Böses sagen. Aber oh, Entschuldigung. Ich hab's ihm übergeschluckt, das böse Wort. Ja, schon klar, Entschuldigung. So, ich bin auf Gelände umgestiegen. Ich auch. Nein, ich wollte dich mal ganz kurz anstupsen, kennst du doch. Schon klar. Von Facebook war das, ne? Oder wo war das? Ja, Naja, Facebook, genau. Ja, da hatte ich auch mal ein Bild drin, aber das sage ich jetzt lieber nicht, weil das ist definitiv nicht Jugendball. Ach, obwohl, die Jugend ist heute eh schon versaut genug, also von daher... Nee, ich hab mein Bild drin, anstupsen kann jeder, aber zum Vögeln kommt keiner vorbei. Ach ja, das kenn ich. So, gleich bin ich da. Aber ich muss mal sagen, die Dodge Viper liegt auch verdammt gut in den Kurven, ey. Ja, ich finde, die ist eigentlich auch okay. Aber den Porsche, na, den würde ich lieber haben. Bin ich ein bisschen neidisch auf Jenny. Bleib bei meinem Porsche. Ich will nicht schuld sein, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Alter, das war jetzt ein schöner Drift. Ja, mitten im Driften gibt klein René noch Nitro. Okay. Klein René. Ja, das hat bei Need for Speed World hat das auch immer ganz gut geklappt. Das stimmt.
nicht nur bei Need for Speed World, sondern auch bei Underground und so, dass wenn du halt in den Kurven warst, um dann halt aus den Kurven schön geschmeidig wieder rauszukommen, kurz einmal Nitro, dann warst du echt vorne. Ja. Ach ja, die schöne alte Need for Speed World Zeit. Das war echt geil, ey. Ich meine jetzt Underground und so, oder Hot Pursuit. Mein Gott, war die Grafik scheiße früher. Für den Zocker habe ich bloß Hot Pursuit. Mit 16 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Er ist gekommen. Ja. Ich würde mal sagen, sein Rekord ist mehr als nur zerstört. Ich sag jetzt nicht. Und Silber. Warum sagst du denn nichts? Was wolltest du denn sagen? Nee, ich lass das lieber. Was bekomme ich? Beschleunigungsbonus. Mordi ist komplett vertieft im Spiel. Der hört nichts mehr. Ja, definitiv. Das, ich, sowas überhöre ich gar nicht jetzt mal, ne? Achso. Würden Jenny und ich uns jetzt irgendwie unterhalten über irgendwas anderes? Wäre eben so scheißegal. Idiot! Ja! Oh, vorbei. Okay. Da ist er wieder am Rumzucken, unsichtbar. Ja. Ich müsste mal gurgeln. Dann trink doch was. Da ist er. So, kannst auf Gelände schon umzwitschen. Auf Gelände? Genau, ja. Weil die nächste Mission, die da anstehen wird, das ist, wie gesagt, New Orleans. Und ich markiere einfach mal. Ich bin einfach mal so dreist. Oh ja, markiere dein Revier. Ja, ohne Spaß, das mache ich immer. So. Baumpinkler. Nee, sowas mache ich nicht. Das ist mein Revier hier. Sie pinkeln an Bäume. Oh mein Gott, ey. Genau, Mani will nichts mehr davon wissen, ey. Am Baum pinkeln, Jenny pinkelt an Bäume. Nee. Damit warst du gemeint. Mordi ist aber als erstes abgehauen. Guck mal, wie schnell er abhaut, ey. Der hat keinen Bock. Der mag mich nicht mehr. Nee. Und, jawohl, knapp vorbei, such daneben. Das stimmt. Nein, ich hab keinen Bock auf ein Minispiel, danke. Doch, ich mach mal eins. Oder? Nee, Alter, das wär scheiße. Nee, lass mal lieber. Nein, ich wende jetzt nicht. Wände im Gelände. Hätten wir hier so eine Stoßstange, das kann doch nur der Ingo sein. Ja, aber noch weiter weg, also es dürfte nichts passieren, Mordi, also keine Angst, ich werde jetzt nicht von hinten rammen. Ja, das wäre auch unästhetisch, ne? Ja, stimmt. Ihr seid doch Schweine. Schon allein der Gedanke, ey, mein Gott. Machen würde, werdet was. Wie bitte? Nicht. Hab grad bloß laut gedacht. Ach so. Nein, sowas macht man natürlich nicht. Nein, definitiv nicht. Das mögen selbst sogar manche Frauen nicht. Habe ich gehört. Nur wenn es sein muss. Oh ja, nein. Wir haben hier wieder interessantere Themen. Genau. Ich glaube, wir machen demnächst mal hier ein Live-Video, ne? Beate Use Team oder so. Ja, ich möchte aber der hinter der Kamera sein. Weil du kein Stativ verbrauchst, oder wie? Nein, das nicht. Ich finde immer, ohne Spaß, um jetzt mal so das Thema einzutiefen, mal so ein bisschen. Einzudringen. Genau. Die Kameraleute, mein Gott, gucken zu. Ich finde, das ist, mein Gott, ist halt wie so ein Porno oder selber gucken. Ja, live dabei, ne? Genau. Drin statt nur dabei. Genau. Aber ich würde mich mal fragen, ob die
Kameraleute, sagen wir, wenn die neu dabei sind, sagen wir, du machst ein Praktikum bei so einer Pornoindustrie-Sache. Also ich könnte mir vorstellen, wenn da plötzlich so ein paar Weiber oder irgendwie was, keine Ahnung, was da läuft, ne? Ey, ich weiß nicht, ich glaube, wäre doch auf eine Art bestimmt anreizend, dass man halt selber, ne, einen hochbekommt. Ja, ja. Sagen wir, wenn du lange schon im Geschäft drin bist, sagen wir, wenn du so seit 20, 30 Jahren da drin bist, ich glaube, das ist ja so scheißegal, wer mit wem und was und so. Aber wenn du neu bist, keine Ahnung, ey. Was hast du denn dazu, Jenny? Wie lange müssen wir eigentlich fahren? 7,6 Kilometer. Ihr seid natürlich schon voraus, weil ich musste leider nochmal ein Spielchen beenden. Aber ich muss sagen, der Nissan, den ich hier gehabt, oder Nissan ist das ja, finde ich nicht so toll. Ich auch nicht. Vom Sound, der ist so, ganz komisch. Genau. So eine vorne Nähmaschine oder so. Genau, ja. Also da muss ich auch sagen, ja, da finde ich den V8 Sound auch besser. Das stimmt. Ich hab auch diesen erbärmlich an. War ja schon gerade auf der falschen. Mitten auf dem Highway in Obelisk, alles klar, gleich mitgenommen. Alter, was ist das für eine Abfahrt hier auf dem Highway, ey? Die Kurve, die eine, die ist ja sowas von scheiße. Doch, gleich schon. Deswegen fahre ich hier gerade komplett falsch, weil ich... Wovon redest du? Du machst dir hier einen Namen. Jeder weiß die 5 Tänze zurück und du schmeißt ein Rennen. Ah, tu ich das? Einfahrt verpasst. Ah, übersteuert. Und es geht wieder in den Sumpf. In New Orleans. Doch, geht's wieder? Ah. Ach stimmt, New Orleans ist ja auch der... Kroko Fund war da gerade. Stimmt. Da wurde auch der eine Film gedreht hier. Interview mit einem Vampir. Oder die Blues Brothers. Genau. Aber ich muss sagen, es gibt ja zwei Blues Brothers Filme. Also der originale, alte, den finde ich am besten. So den neuen 2000, glaube ich, heißt er, ja. Blues Brothers 2000 finde ich nicht so toll. So, ich bin da. Danke. Was haben wir denn da für eine Fahrerstufe? Ich habe auch mal keine hohe. 90, Alter, das ist doch ein Witz, oder? Ja, ist nicht schwer. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die Rennen immer leichter werden. Das Geile ist, du brauchst hier eine Stufe von 292. Ich bin bei 401. Ja. Ich bin bei 346. Ich sag ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel wird ein klein... Oh, ist ein Dings! Morty, hinter dir. Musst du dir mal angucken. Hier so ein, wie heißt das nochmal, so ein Wasser-Luft-Fahrzeug da. Die sind geil. Propellerboot hier, wie nennen die sich hier? Hovercraft nicht. Nein, Hovercraft ist das nicht, das ist einfach nur ein Propellerboot oder so, weil wie gesagt, ein Hovercraft, da hat ja... Genau, die Dinger da drunter. Ja, stimmt. Jenny, wo bist du denn eigentlich? Ich bin auch gleich da. Ah, okay. Ah, kommt von der anderen Seite? Ich hab mich gerade ein bisschen verfranst, ja. Na gut, alle Wege führen nach Rom. Ich will kein Minispiel spielen. Ich will Roll spielen. Depp, 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 depp. Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Zeit haben wir jetzt noch genau... Ich will nicht schuld sein, wenn man dich...
dich aus dem Straßengraben. 15 Sekunden. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Das passt ja heute richtig gut eigentlich. Jenny kommt da hinten. Oder eher gesagt Techno Baby 112. Er ist mein Alter. Ach, siehst du früher? Ah, okay. Mein Nachname? Ich weiß noch, da war letztens, also vor, boah, weiß nicht, ein paar Monaten war bei uns ja in der Küche da ein Feuer, kleines, und da kam eine Servicekraft und ich so, ruf die Feuerwehr, und sie so, welche Telefonnummer, welche Telefonnummer? Ich so, ey, willst du mich verarschen? 112. Ach so, ja, stimmt, stimmt, ich hätte jetzt 110 gewählt. Ich so, ja, die nein. Die hätten sie auch weitergeleitet an die 112, ja. Ja, das schon. Klar, aber die war so hysterisch. Aber nee, deswegen steht bei mir... Machst wie bei der Amis, 911. Genau. Deswegen steht bei mir ja auch die 112 dahinter, weil ich bei der Freiwilligen... Was warst du? Bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ach, du bist bei der... Ah, cool. Ja. So, da würde ich sagen, beenden wir jetzt das Rennen. Die Jenny ist auch gerade eingetroffen. Genau. Und dann sagen wir, wir sehen uns jetzt dann beim nächsten Rennen. Bis dahin, adieu und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja.